Herr Schreier, Ihrer Erfahrung nach, was ist Wladimir Putin für ein Mensch? Was ist sein Weltbild? Was sind seine Denkstrukturen? Ich denke, aus dem, was wir jetzt in dem Interview gesehen haben, was man aber auch aus früheren Interviews von Putin sehen konnte, ist es ein sehr rationaler Mensch, der kühl analysiert, nüchtern die Argumente abwägt, auch rhetorisch sehr geschickt. Ich möchte aber zugleich eigentlich davor warnen und finde es auch problematisch, den Konflikt zu sehr zu personalisieren. Also diese Fragestellung auch der heutigen Sendung, wie tickt Putin, ist ja eine Fragestellung, die sehr präsent in unseren Medien hier ist. Alle Zeitungen versuchen das zu ergründen, ihm quasi ins Gehirn zu schauen und emotional zur Kindheit von Putin und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Menge Argumente. Ich finde, dieser Konflikt ist doch komplexer und er hat andere Ebenen, die man eben auch anschauen sollte und sich nicht zu sehr auf diese Personalisierung gehen. Boris Reitschuster. Ja, leider wird die Geschichte doch von Menschen gemacht, darum bin ich da nicht einverstanden. Ich würde sagen, drei Faktoren, die Putin ganz wesentlich prägen. Zum einen die Kindheit, wo er sehr viel mit Gewalt zu tun hat. Er ist in der Gosse aufgewachsen. Der Vater hat ihn verprügelt und er hat selber gesagt, er hat da gelernt, dass es nicht so sehr auf das Recht ankommt, als darauf stark genug sein, um das Recht durchzusetzen. Das sehen wir heute. Zweitens DDR. Er war während Glasnost und Perestroika in der DDR, hat diese Befreiung versäumt. Für ihn war das eine Katastrophe. Die kleine heile Welt in der DDR ist zusammengebrochen und ich glaube, er baut heute ein bisschen wieder DDR in Russland. Und das dritte ganz Wesentliche ist, glaube ich, KGB. Der hat ihn geprägt. Sein Großvater war Koch bei Stalin und in dem Interview hat er zum Beispiel gesagt, wir hatten Truppen auf der Krim. Vor 4 Monaten sagte er genau das Gegenteil. Wir haben keine. Und dieser Umgang mit der Wahrheit, dieser kreative Umgang, ich glaube, den kann man nur verstehen, wenn man diese KGB-Geschichte von ihm ansieht. Herr Schreier, das, was der Putin-Biograf gerade eben gesagt hat und ein Artikel aus der Welt von vor kurzem, von Jörg Eigendorf, der auch in Moskau lange gelebt hat. Im Sumpf der Halbwahrheiten ist Putin Meister. Was sagen Sie als Putin-Versteher in Anführungsstrichen zu solchen Vorwürfen? Ich würde sagen, man muss auf beiden Seiten die Halbwahrheiten sehen. Natürlich ist Putin ein Stratege, der versucht, seine Interessen, nicht seine persönlichen Interessen wohlgemerkt, sondern die Interessen Russlands, die er vertritt, als letztlich ja doch gewählter Präsident, der mit einer großen Mehrheit, der Bevölkerung, ich denke, laut aktuellen Umfragen ist seine Zustimmung irgendwas bei 70-80% in der Bevölkerung im Moment. Also er hat schon einen großen Rückhalt in seinem eigenen Land, bei seiner Bevölkerung. Er versucht, die Interessen Russlands zu vertreten, natürlich sehr geschickt, natürlich im Einzelfall auch mit Halbwahrheiten. Aber man muss auch schauen, wo sind die Halbwahrheiten auf unserer Seite, sage ich jetzt mal, auf der westlichen Seite. Und lassen Sie mich das vielleicht ganz kurz diesen kleinen Schlenker erlauben, weil auch die Ankündigung der Sendung damit begann. Es begann mit der Annexion der Krim. So wurde unsere Sendung heute angekündigt. Und da möchte ich kurz widersprechen. Es begann etwas vorher. Es begann mit dem gewaltsamen Machtwechsel in Kiew am Wochenende vom 21. zum 23. Februar. Damit begann eigentlich die ganze Eskalation. Und dieser Machtwechsel in Kiew war natürlich ein Verfassungsbruch nach ukrainischer Verfassung, ganz klar. Nein, Unsinn. Also das ist nun wirklich Unsinn. Es gab eine Abstimmung im Parlament, wo mit überwältigender Mehrheit die neue Regierung bestätigt wurde. Das stimmt nicht, auch mit der Mehrheit und mit den Wahlen. Meine Frau ist Lehrerin, die weiß von den Kolleginnen, wie die Wahlergebnisse vorher schon bestimmt werden, wie die Ergebnisse sein sollen. Ich weiß, haben Sie in Russland gelebt? Sprechen Sie Russisch? Sie kennen sicher die Analyse von Spiegel Online, die 2 Wochen nach dem gewaltsamen Machtwechsel in Kiew veröffentlicht worden ist bei Spiegel Online, wo ein rechtliches Gutachten quasi gemacht wird und wo gezeigt wird, dieser Machtwechsel war ein Verfassungsbruch der ukrainischen Verfassung. Nein, und natürlich das stimmt ist es, jetzt lassen Sie mich vielleicht den Moment kurz ausreden. Bitte. Es ist natürlich so, dass der rechte Sektor, der gewalttätige rechte Sektor im Hintergrund aktiv war. Also es gab ja die Vertragsvereinbarung vom 21. Februar, wo Frank-Walter Steinmeier und die Außenminister Polens und Frankreichs mit Janukowitsch und der Opposition ein Abkommen geschlossen haben, dessen Inhalt war, dass man einen soften Machtwechsel, sage ich jetzt mal, über die Bühne kriegt, dass Janukowitsch nur bis Ende des Jahres Präsident bleibt und so weiter. Und nur einen Tag später gab es diesen Putsch im Parlament mit der Deckung des rechten Sektors, der also zugleich gedroht hat, wir machen einen Sturm auf das Präsidentengebäude, der auch am nächsten Tag passierte. Und das war ein Putsch. Und der wurde akzeptiert auch von Steinmeier, der noch einen Tag vorher genau das Gegenteil verhandelt hatte. Und das ist für mich der Sündenfall der europäischen Diplomatie. Und dass darüber nicht mehr geredet wird, erschwert das Verständnis des Konfliktes sehr.
Herr Reitschuster? Das ist in meinen Augen eine ganz verzerrende Darstellung. Und da merkt man auch, dass Sie in dem Land offenbar nicht gelebt haben, weil die Rechtsbrüche hat ständig Janukowitsch begangen. Und das ist genauso, wie man jetzt sagt, bei Ceausescu oder bei Honecker, das war ein Putsch gegen Honecker. Sie müssten mal in diesem Land gelebt haben, dann würden Sie verstehen, der Rechtsbruch ist dort alltäglich von den Mächtigen aufgemacht worden. Jetzt lassen Sie mich bitte auch ausreden. Und die Menschen haben sich dagegen gewehrt, und zwar friedlich. Es wurden Hunderte erschossen. Es war ein friedlicher Machtwechsel. Und davor hat Putin solche Angst, dass die Leute über ihr Schicksal entscheiden und dass er sie nicht mehr von oben bestimmen kann und dass es ihm nur um sein Land geht. Da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ich glaube, es geht ihm um seinen kleinen Machtkrügel, der unvorstellbar reich geworden ist, und die einfachen Leute leiden und leiden und leiden. Kurz einhaken. Herr Schreier, direkt dazu, und dann würde ich gerne auf den Ukraine-Konflikt, weil Sie sagten ja auch, soll um die Sache gehen, aber auch um die Person, überleiten zur Ukraine. Ja. Also ich möchte nur kurz einhaken, weil das ist ein wichtiger Punkt, den Sie jetzt so im Vorbeigehen angesprochen haben. Das sind das Massaker auf dem Maidan. Am 18. bis zum 20. Februar gab es ja diese Scharfschützenmassaker, wo nach verschiedenen Berichten zwischen 50 und 100 Menschen erschossen worden sind, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten der Demonstranten als auch auf Seiten der Sicherheitskräfte. Und der eigentliche Skandal aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen anderen ist eben, dass dieses Massaker bis heute nicht aufgeklärt worden ist. Und das ist der eigentliche Startpunkt der Entwicklung. Danach kam die Annexion der Krim oder die Angliederung der Krim, je nachdem, welche rechtliche Auffassung man hat. Aber dieses Massaker muss aufgeklärt werden, wenn man diesen Konflikt verstehen will. Wenn die Russen nicht behindern würden, dann wäre es mit Sicherheit schon aufgeklärt. Ich glaube, die beiden Positionen sind jetzt klar.